Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welche es noch werden wollen. Nachdem der MM4 schon gespielt hat, gegen den Mirage Excalibur 2 Remis, einer hat der MM4 verloren, also 2:1 für den Excalibur. Kommt jetzt mal der MM5 zum Zuge, mal gucken, ob die taktische Gefährlichkeit des MM5 hier zum Tragen kommt. Ich finde übrigens, dass ich habe das schon mal erwähnt gehabt, das ist sehr schön, dass er nicht vor jeder Partie meint, er müsste alle Figuren verrücken. Das ist ja ein bisschen störend, muss ich ehrlich sagen. Also für mich tut sich da kein bahnbrechender Erfolg auf. Oder was weiß ich, was es anders gibt. Das müsste eigentlich sein, wenn man die Figuren selber mittig hinstellt, dann müsste das eigentlich auch funktionieren. Sollen wir die Springer anders hinstellen? Die habe ich mal so. Die Schwarzen immer so. Natürlich nicht, wenn ich gegen Gegner spielen würde, da könnte ja natürlich die Puppen des Gegners eben verstellen. So, dann gebe ich immer weiß. D4. Springer F6. Auf den MM5 wieder die wunderschönen Figuren. Ich weiß gar nicht, ob ich das rausgelöscht hatte aus dem Video, was da war, oder noch drin gelassen hatte. Ich hatte mal fälschlicherweise vermutet, die Square-Off-Bretter wären Drucksensoren, das sind die aber gar nicht. Das sind, was ich hatte, war Magnetsensoren, also konnte man trotzdem normale Figuren abstellen, ohne irgendwo drauf zu drücken. Also gibt es das auch mit dieser Mechanik, mit Magnetsensoren. Also mit Redkontakten. C4 schlägt er, oder D5 schlägt, ach, Grün fällt in, D5 schlägt. MM5 spielt Prüfendisch. Übrigens, by the way, 15 Minuten für die ganze Partie. Nicht, dass ich das nicht mehr erwähne. Mein dämliches Pflaster hier. Ich mache das nicht gerade einfach. E4, let's go. Springer. Oh, come on. Also ich muss gleich mal das Pflaster abnehmen. Das ist doch sehr störend. Grün für Indisch, das kommt überraschend für Schwarz, also für MM5. Läufer B5 Schach, also das kann keine Theorie mehr sein. So. Ich hatte eigentlich gedacht, die hätten beim der Milano spielt auch Grün für Dänisch, statt Benoni. Ich weiß nicht, ob er beides macht, die vielleicht. Benoni oder Grün für Dänisch. Das kann auch sein. Auf jeden Fall wurde Benoni gekickt, weil das Problem ist einfach im Benoni, dass es sehr geschlossene Strukturen sind da und es ist zu schwierig, dafür Schwarz irgendwelche Pläne zu finden. Das ist wohl sehr viel Manövrieren und das können diese Klassiker zumindest sowieso nicht. Bei den anderen weiß ich es nicht. Mann! Weißt du was, ab damit. Meine Güte. BTF, weg damit. Ist ja mehr lästig, als es irgendwie bringt. Man sieht auch kaum noch was. So, was haben wir jetzt hier? Springer B8, D7. Ich weiß auch nicht mal, wo auf Arbeit ich mich geschnitten habe. Ich habe irgendwann gesehen, dass der Daumen blutet. Irgendwo an der scharfen Kante wohl geschnitten. Schon sehr lästig. Heute ist mein letzter Arbeitstag und dann 2 Wochen Urlaub. Bis zum, weiß nicht, ob das jetzt 2 Wochen genau sind. 23. bis 30. werden 7 Tage. Und dann bis zum 4.
Weiß ich, ob das jetzt genau 2 Wochen sind. Auf jeden Fall Resturlaub habe ich noch. Interessant finde ich, dass er sich wohl auf die Gegebenheiten des Brettes anpasst. Das heißt, wenn er Springer G8 F6 ziehen würde, dann würde er in Sonderstellung jetzt den F-Bahn beiseite ziehen, dann den Springer ziehen, F-Bahn zurück. Wenn er E-Bau schon gezogen hätte, auf E6 stehen würde, würde er den Springer über E7 nach F6, also so außenrum, dann würde er keinen Bauern verschieben. Das kommt also immer darauf an, wie die Sache steht. E5. Dabei bin ich Muffins am Essen. Mittag esse ich wohl eher heute Abend, nach der Arbeit. Wieder schweinekalt geworden. Meine Güte. Aber wir haben ja Winter. Wäre schrecklich, wenn wir im Winter 20 Grad hätten. Wie soll das denn im Sommer sein? Im Winter 20 Grad, im Sommer 50 Grad. Wer weiß, vielleicht fangen die in 50 Jahren oder was, oder noch eher an, die Häuser eher unterirdisch zu bauen. Weil dann im Keller ist ja auch die beste Temperatur. Dass man die Wohnung dann unterirdisch macht und dann eine bessere Kühlung hat. Ich sehe nichts anderes als der Läufer D2. Läufer D2, Springer D2. Was? Jetzt geht's los, jetzt fliegen gleich die Löcher aus dem Käse und da fliegt sie raus, die Bolognese. Hier dreht er leider vollkommen durch. An dieser Stelle wieder der Thomas Henrys Gedenkspruch. An dieser Stelle dreht er völlig durch. Ich weiß nicht, warum man nicht Läufer D2 gezogen hat. Totaler Nonsens, was er hier spielt. War gar nicht notwendig. Läufer D2, das liegt doch auch alles. Warum hat er denn die Figur geben zu müssen? Achso, das ist mit der Idee, dass man irgendwann mal die Dame gezogen hat. Das ist mit der Idee, Dame C3, Springer D, König D1, Dame A1, Dame C6. Diese Idee hat das. Also da muss jetzt der König schon beiseite ziehen, weil sonst, wenn der Läufer dazwischen zieht, fällt der Turm mit Schach. Wenn der Springer dazwischen zieht, fällt der Läufer, der Turm. Dann droht aber der Läufer mit Schach zu fallen. Deswegen ist das wohl, meine ich zumindest, alternativlos. Muss man den Spiegel putzen. Sieht für mich aus wie ein chinesisches Schriftzeichen. Das kann eigentlich nicht sein. Das ist ein Dämon mal. Das heißt, der Lippo putzt zu wenig seine herrlichen Fenster. Sieht schon ungünstig aus, sagen wir es mal so. Mit Weiß ohne Rochade. Also grün für Dänisch ist jetzt keine Eröffnung, die jetzt so wahnsinnig selten ist. Also man sagen würde, wer spielt denn schon sowas, so nach dem Motto. Also ich muss ehrlich sagen, ich gebe der Partie nicht mal lange.
Also das alleine die Tatsache, dass Weiß in der Mitte kleben geblieben ist, ist schon Grund genug, dass er schlechter steht. Es droht ja schon Turm B8. Dann läuft er hier dran. Turm AB8. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Übrigens das hier, ganz eindeutig in der Top 10 bei mir drin, meiner Schachcomputer. Mirage Excalibur. Auch der Phantom, auch ganz klar in der Liste bei mir in der Top 10. Das die King-Element, natürlich auch ganz kleine Top 10. Genius, das Genius-Element, sagen wir mal. Ich kann ja nicht sagen Genius exklusiv oder Genius M55. Die Bretter sind ja davon unabhängig von diesen Modulen. Bretter abhängig würde ich eher machen, wo meinetwegen München zum Beispiel. Die beiden Münchenbretter, ganz klar in der Top 10. Der Super-Expert, ganz klar in der Top 10. Der Star Diamond, um die gegen andere Computer spielen zu lassen, ganz klar in der Top 10. Genius Pro nicht in der Top 10. Der spielt mir zu defensiv. Das ist, dieses Pro finde ich schon so merkwürdig. Ich spiele übrigens mit diesen Figuren hier wieder auf dem Exklusiv. Das mit dem Pro, das finde ich so, ja, merkwürdig. Ich sehe jetzt nicht irgendwie, das Weiß jetzt irgendwie so fantastisch opfern könnte. Na gut, es ist nicht die schnellste Art, die Züge auszuführen, aber es ist, gefällt mir. Weiß ich, ob Platz 1, was jetzt auf Platz 1 wäre bei mir. Ich würde sagen, das ist die King-Element. Den kann ich ja auch auf 10 MHz runtertakten, um den dann gegen klassische Geräte spielen zu lassen. Das wäre mir beim Genius exklusiv auch ganz lieb, wenn man das da auch machen könnte in 10er Schritten, statt in 50er Schritten, weil du hast ja nur die Möglichkeit, gegen 50 MHz zu spielen, wenn du die Normalversion haben willst, und dann hast du gleich die Tourneemaschine. Das ist da das Problem. Dann wohl eher in 10er Schritten. Da könnte ich den auch viel besser gegen die hier spielen lassen. Gegen die Klassiker F6, es ist gezogen worden. Lippo hat das nicht gehört. Ich weiß nicht, ob es schon direkt verloren ist, das glaube ich ehrlich gesagt weniger. Aber sagen wir es mal so, der Spielspaß, ich würde übrigens F3, F4 ziehen. Aber so, by the way, der Spielspaß sollte doch eher auf der Seite von Schwarz liegen. Man müsste ja schon irgendwie Dame, jetzt nicht in dieser Stellung, erstmal F4 und dann Dame D2 anstreben, den Damentausch. Wenn der Damentausch ja gemacht wird, mit Dame König schlägt. Okay. Gier frisst hier. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich Weiß das in irgendeiner Art und Weise erlauben kann, auf Bauernfraß zu gehen. Ist er schon pleite? Was will er jetzt machen? Wer war der zweite Bock nacheinander? Es droht Dame E2 matt. Der König kann ich ziehen. Einzige Art, die ich sehe, um das hinauszuzögern, ist entweder Dame E6 Schach, König E8 oder Dame D5 Schach, König E8. Und jetzt muss er schon die Dame geben. Das wird eine kurze Partie hier. Wahrscheinlich ist die ganze Show für Weiß über... Oh! Das ist eine kurze Partie. Das war's, wohl immer noch Dame E2 matt. Die gleiche Geschichte. Hat er schon mal an hier? Wieso sagt er nicht matt den 1 an? Ganz merkwürdig. Ach, er ist ja gar kein matt. Okay, ich sag User-Entscheid. Es ist einfach die ganze Dame mehr. Es ist ja MF5 und der Excalibur Mirage wird jetzt auch nicht die Mittel haben, das auszugleichen. New Game.
Neue Welle bitte. In der Zwischenzeit kann ich das Boot hier auch aufbauen. Hat auch schon ein bisschen was Magisches. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.